Hey Leute, Neostrix hier und herzlich willkommen zu So geht Minecraft Tag Nummer 93. Heute schauen wir uns mal an, wie wir bei jedem Villager die besten Angebote bekommen und was wir da so erwarten können. Und damit viel Spaß beim Video. Bevor wir uns mal alle Villager im Einzelnen anschauen, gucken wir uns erstmal so ein paar Basics an. Und zwar als erstes, wenn ihr einen Villager findet, der schon gute Trades hat, dann müsst ihr einmal, mindestens einmal, mit dem traden, um die Trades, die der Villager hat, festzulegen. Dann können diese Trades nicht mehr gewechselt werden, falls seine Arbeitsstation verloren geht. Wir haben ja den Kartografen, hier ist seine Arbeitsstation, sage ich mal. Und wenn wir die abbauen, hat er den Beruf jetzt immer noch, weil wir nachmittags haben und der Kollege nicht arbeitet, aber er hat jetzt immer noch seine Trades. Wenn er den Beruf verlieren würde, wenn wir eben diesen Arbeitsplatz abbauen, seinen Kartografietisch eben, dann würde er die Trades durchwechseln, wenn wir die jetzt nicht gelockt hätten durch ein paar Trades. Bei den Villager Trades ist es so, da können wir die günstigsten Trades 12 bis 16 Mal benutzen, bevor die ausverkauft sind. Das wären jetzt hier die obersten beiden beim Kartografen, eben die Trades, die der als allererstes hat. Allerdings, wenn wir den jetzt auf Master Level hätten, also komplett hochgelevelt, dann hat er diese Diamant-Schärpe, sage ich mal, dieses Diamantabzeichen am Gürtel, aber jetzt rennt er weg. Also hier, wo er das Gold eigentlich hat, an der Stelle, da ist dann bei Master so ein diamantfarbenes Abzeichen und die Trades aus diesem Level, also die untersten, die können maximal dreimal benutzt werden. Dann sind die Trades erstmal ausverkauft, die kann er aber zweimal am Tag auffüllen. Also bis zu zweimal könnt ihr wieder die gleiche Anzahl an Trades ausführen. Aber er macht es eben nur zweimal am Tag, dass er die auffüllt und wenn das schon passiert ist, dann könnt ihr für den restlichen Tag in Minecraft erstmal nicht mehr mit dem Kollegen traden. Dann müsst ihr einmal warten, bis der nächste Tag angebrochen ist, denn dann füllen die Villager ihre Trades wieder auf. Die beste Zeit zum Traden ist demnach direkt am Tagesanbruch. Sobald ihr geschlafen habt und aufsteht, müsst ihr so circa eine Minute warten und dann könnt ihr mit den Villagern traden, problemlos. Dann sollten die auch direkt immer wieder ihre Trades auffüllen. Für die verschiedenen Berufe der Villager gibt es immer 5 verschiedene Level. Ihr seht hier ganz links einmal den Novice, das ist der komplette Level 1er Kollege. Ihr seht 2 Trades. Dann haben wir hier einen weiter rechts einmal den Apprentice und hier haben wir direkt mal 4 Trades, ein paar Trades mehr, 2 Stück um genau zu sein. Hier mal am Beispiel einfach der Kartografen. Hier haben wir dann den Journeyman, hier haben wir dann insgesamt 6 Trades. Dann haben wir noch den Experten, also Expert, hier haben wir dann schon mal einige Trades insgesamt. Und zwar haben wir hier dann zuletzt einmal den Master, den Meister und der hat dann alle Trades, die wir hier an einem Villager haben können. Natürlich, die können noch ein bisschen variieren, aber das sind erstmal die 5 verschiedenen Level. Wie wir die Villager hochleveln, ist sehr einfach, indem wir einfach diese XP-Leiste hier zum nächsten Level bringen. Also einmal die XP-Leiste auffüllen, dafür können wir einfach traden, wie ihr seht. Und wenn wir dann einmal durchgetradet haben, seht ihr, die Leiste ist voll und wenn wir das Menü dann einmal verlassen, sehen wir gleich, da haben wir es gesehen, jetzt ist der Villager hier zum Apprentice geworden. Ihr seht, jetzt haben wir hier auch dieselben Trades oder meistens dann auch die ähnlichen wie bei einem anderen Villager. Ebenso können wir bei Villagern auch den Preis erhöhen. Das kann durch verschiedene Einflüsse geschehen und zwar unter anderem, wenn wir Villager angreifen. Dann können wir einmal schauen, der rennt jetzt zwar weg, ich würde gerne einmal in deine Trades schauen, keine Angst, ich will dich nicht nochmal schlagen. Dann seht ihr, erhöht der Kollege hier seinen Preis von 15 Kohle auf 16. Das gilt nicht nur für den angegriffenen Villager, sondern auch die Villager, die in der Nähe dieses angegriffenen Villagers sind. Dieser Effekt dauert zwar einige Zeit an, aber mit der Zeit wird das dann auch wieder verschwinden. Das heißt, diese Preiserhöhungen sind nur temporär, solange dieser Villager eben sauer auf euch ist. Wo es Wege gibt, um die Preise teurer zu machen, gibt es auch Wege, um die Preise günstiger zu machen. Der erste Weg ist es, einen Raid zu gewinnen. Wenn wir den Raid gewonnen haben, bekommen wir nämlich den Hero of the Village Effekt. Der kann die Preise etwas senken, aber nicht allzu stark, wie ihr hier seht. Die zweite Variante ist nämlich, einen Zombie-Villager
zu heilen. Ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen Ausrüstung mitgenommen, und zwar einmal ein Splash Potion of Weakness und einen goldenen Apfel brauchen wir dafür. Den Trank einfach einmal auf den Typen draufwerfen, dann seht ihr, hat er die Partikel und den Effekt, und dann geben wir ihm einmal den goldenen Apfel. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Typ hier einmal komplett geheilt ist. Sobald der Villager dann geheilt ist, sehen wir einmal, hier sind direkt die Trades günstiger geworden, und das dauert eine ganze Zeit, bis die erstmal wieder teurer werden. Ich glaube, niemand wird so oft mit einem Villager traden, dass die Trades wieder teurer werden. Natürlich können wir die Trades auch noch weiter senken, indem wir den Villager noch ein weiteres Mal zombifizieren und dann wieder heilen. Wie das geht, zeige ich auch mal eben. Kurze Info, damit das funktioniert, muss eure Spielschwierigkeit auf hart sein. Ansonsten, wenn die nur auf mittel ist, kann es sein, dass der Villager stirbt, und auf easy wird der Villager sterben. Das heißt, eure Schwierigkeit muss dafür auf schwierig sein, ansonsten stirbt der Villager dabei. Relativ einfache Aktion, einfach einmal einen Zombie zum Villager bringen und dann den Zombie den Villager verkloppen lassen. Dauert manchmal ein bisschen, weil der Zombie nicht so helle ist. Anscheinend darf der uns dafür nicht sehen, sonst fokust er uns, und wenn wir mal hier schauen, dann sollte der Villager, genau, wenn das Zombie dann seine Arbeit erledigt hat, dann wird der Villager wieder zu einem Zombie-Villager. Da müssen wir einmal vorsichtig uns darum kümmern, dass wir den Kollegen wegkillen, und jetzt können wir einfach nochmal einen Schwächetrank auf den Typen werfen und ihn nochmal mit einem Apfel füttern. So, nach dem zweiten Zombifizieren können wir den natürlich nochmal ein drittes Mal zombifizieren. Ich habe den mal eben noch hochgetradet auf Master, und jetzt können wir sehen, jeder Trade kostet nur einen Emerald. Das heißt, zweimal zombifizieren und heilen reicht, um einen Villager auf komplett ein Emerald runter zu handeln. Und ihr seht, das Coole bei einem Armorer, der verkauft uns auf seinem höchsten Level eine komplette Diamantrüstung. Ist ganz cool, wenn man gerade mal keine Diamanten farmen möchte. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Villager, den Wandering Trader mit inbegriffen. Ich werde euch jetzt mal alle einmal vorstellen. Bei allen Villagern gibt es verschiedenste Trades. Allerdings könnt ihr pro Level nur zwei jeweils freischalten. Das heißt, wenn ihr mehrere Villager mit mehreren verschiedenen Trades braucht, werdet ihr entweder verschiedene Villager für den gleichen Beruf brauchen, oder ihr werdet mehrmals die Arbeitsstation abbauen müssen und wieder hinsetzen müssen, damit der Villager dann den dementsprechenden Trade bekommt. Beginnen wir mit dem Armorer. Sein Arbeitsblock ist der Blast Furnace, und mit ihm können wir einen sehr guten Trade am Anfang direkt bekommen, und zwar Eisen gegen Emeralds. Wenn wir eine Eisenfarm haben, sehr gut, und vor allem noch besser, wenn wir die Kosten für den Trade runter auf 1 bekommen. Viel besser sind allerdings die End-Level, die beiden, würde ich mal sagen, denn da können wir eine Full-Dia-Rüstung bekommen, und wenn wir die auch noch runter auf 1 Emerald pro Trade bekommen, dann haben wir wirklich das Optimum rausgeholt. Als nächstes hätten wir dann einmal den Schlachter oder auch den Butcher mit dem Smoker als Arbeitsblock. Auf dem ersten Level würde ich euch niemals empfehlen, das rohe Essen an ihn zu verkaufen, aber ab dem zweiten Level wird es ziemlich gut, denn ab da können wir Variation von gekochten oder gebratenen Essen bekommen, was ziemlich gut ist, wenn wir Essen brauchen und keine Lust haben, eine Farm dafür zu bauen. Mit dem Kartentisch bekommen wir den Kartografen. Auf Level 1 nicht sehr interessante Sachen, aber auf Level 2 geht es direkt mal los mit der Ocean Explorer Map, also dem Apprentice Level. Und damit können wir Unterwassertempel finden und eine super coole Farm daraus bauen. Und direkt schon auf dem dritten Level, dem Journeyman, gibt es dann auch die Woodland Explorer Map, wodurch wir dann eine Mansion finden können. Der Cleric mit dem Braustand als Arbeitsblock bietet uns auch einige interessante Sachen an. Direkt schon auf dem ersten Level können wir Rotten Flesh an ihn für Emeralds verkaufen, was auf jeden Fall ein guter Deal ist, wenn wir eine Zombie-Farm haben. Dafür können wir Redstone von ihm kaufen, was auch ziemlich cool ist, wenn wir noch keine Mine haben und verzaubern wollen, können wir Lapis Lazuli von ihm bekommen, und falls wir eine Goldfarm haben, können wir direkt auch Gold an ihn verkaufen, und um keinen Umweg in den Nether machen zu müssen, können wir auch Glowstone von ihm kaufen. Und direkt auf dem Master-Level bekommen wir dann auch Bottle of Enchanting, und damit können wir dann XP bekommen, ohne dass wir eine Farm
Farm oder sowas bauen müssen. Mit einem Komposter bekommen wir einen der am weitesten verbreitetsten Villager, und zwar den Farmer. Direkt auf dem ersten Level können wir die verschiedensten Varianten an Gemüse und so weiter verkaufen. Darunter kommt auch noch, was ich jetzt hier nicht freigeschaltet habe, wäre zum Beispiel Weizen und auch Kartoffeln. Besonders wenn wir diese Trades runter auf ein Emerald bzw. ein Item für einen Emerald bekommen, dann bekommen wir für ein Weizen zum Beispiel direkt ein Emerald. Und ihr seht auch, auf dem Apprentice und Journeyman Level bekommen wir den Trade, dass wir Pumpkins und Melonen direkt verkaufen können. Und auch hier gilt wieder, wenn wir das runter bekommen auf ein Item pro Emerald, sind wir extrem gut dabei. Auf dem Master Level würden wir die goldene Karotte bzw. auch die glitzernde Melonenscheibe bekommen. Ich würde euch aber nicht empfehlen, hier zu kaufen, besonders bei der goldenen Karotte, wenn ihr eine Goldfarm habt. Mit dem Fass als Arbeitsblock bekommen wir einen Fischer. Sehr interessant, auf dem Journeyman Level, Level 3, bekommen wir eine Angel, eine verzauberte Angel sogar, mit einer random Verzauberung. Hier jetzt Unbreaking 1, aber es kann auch noch deutlich besser werden. Und auf dem Master Level können wir verschiedene Bootarten gegen Emeralds tauschen, was bedeutet, wir können einfach mal Holz gegen Emeralds tauschen. Mit der Hilfe eines Fletching Tables bekommen wir den Pfeilmacher oder auch Fletcher genannt, und hier haben wir eigentlich nur einen einzigen relativ interessanten Trade, und zwar den ersten, Sticks gegen Emeralds und wieder Holz zu Emeralds umwandeln. Besonders an der Stelle hier muss gesagt sein, wenn wir den Typen hier runter bekommen auf ein Item für ein Emerald, dann haben wir wirklich eine Gold oder eher gesagt eine Emerald Mine. Mit dem Kessel bekommen wir einen weiteren coolen Villager Job, allerdings wirken diese Angebote erstmal sehr scammy auf mich, denn für Lederrüstung überhaupt etwas zu verlangen ist schon ein bisschen scammy, würde ich mal sagen. Den einzigen Trade, den ich hier empfehlen kann, ist das Emerald gegen Sattel Angebot. Besonders auch hier wieder, wenn wir es runter auf ein Emerald bekommen, haben wir wirklich sehr gute Karten. Mit der Hilfe eines Lecterns bekommen wir unseren Bibliothekar oder auch Librarian. Und der Typ hier kann uns bis zu 4 verzauberte Bücher verkaufen, die komplett random ausgewählt sind. Bis auf Soul Speed und Swift Sneak, die können wir nicht von ihm kaufen. Ansonsten können wir wirklich jedes Buch von ihm bekommen. Und auf dem letzten Level, auch ein sehr interessanter Trade, können wir Name Tags von ihm bekommen. Und hier muss auch wieder gesagt sein, natürlich, wenn wir an der Stelle hier wieder alles runter auf ein Item pro Emerald bekommen, dann haben wir wirklich wieder einen fantastischen Villager hier. Mit dem Stonecutter bekommen wir einen weiteren coolen Beruf, vor allem wenn wir Quarz mögen, und zwar den Mason. Vor allem in den ersten beiden Leveln können wir ziemliches Glück haben, was das Verkaufen angeht, und zwar besonders auf dem zweiten Level Apprentice. Hier können wir immer Steine gegen Emeralds tauschen, besonders auch wieder hier gilt, wenn wir es runter auf ein Item pro Emerald bekommen, können wir einfach einen Stein für ein Emerald verkaufen. Und im Master Level haben wir einen ziemlich guten Deal, und zwar bekommen wir hier Quarzblöcke. Damit können wir ziemlich coole Sachen bauen, ist auch einer meiner Lieblingsbaublöcke, und die sind echt schwer zu bekommen, wenn man jetzt keine Lust hat, den ganzen Nether leer zu bohren, und da das Quarz zu farmen, können wir mit dem Mason als Alternative ziemlich gut an Quarz kommen. Mit einem Loom bekommen wir einen Shepherd, und das ist ein Typ, der macht uns eigentlich nur das, was wir mit einer Wollefarm und einer Blumenfarm bekommen können. Denn mit Hilfe dieser beiden Farben bekommen wir Wolle und die nötigen Farbstoffe kostenlos und müssen nicht bei einem Shepherd hier komplett reinpayen. Das einzige, was dann interessant sein könnte, wenn ihr diese beiden Farben habt, ihr könntet dann Wolle zu Emeralds tauschen, und hier gilt dann auch wieder, hier bekommen wir zum Beispiel für einen Emerald blaue Wolle, lohnt sich nicht, aber hier im ersten Level direkt braune Wolle verkaufen für Emeralds. Wenn wir es runter auf ein Item pro Emerald bekommen, haben wir auch hier wieder eine sehr gute Quelle für Emeralds. Ein Waffenschmied bekommen wir mit Hilfe des Smithing Tables. Und hier haben wir auch wieder einige gute Angebote am Start, allerdings erst ab Journeyman Level bis hoch zum Master, denn hier können wir anstatt dieser Eisenwerkzeuge unter anderem eine diamantene Hacke bekommen, und auf dem Experten Level, da haben wir die Möglichkeit, eine Diamantaxt oder auch eine Diamantschaufel zu bekommen, und auf dem Master Level bekommen wir eine Diamantspitzhacke mit natürlich random Verzauberung. Hier gilt auch wieder, wenn wir die Trades runter auf ein Item pro Emerald bekommen oder hier ein Emerald pro Item, haben wir wirklich wieder einen fantastischen Deal gemacht.
Mit der Hilfe des Grindstones bekommen wir einen Waffenschmied. Auch hier können wir wieder beim Experten- und Master-Level eine Axt und hier an der Stelle ein Schwert bekommen. Auch für den Waffenschmied gilt, wir können Eisen zu Emeralds umwandeln und hier können wir auch wieder natürlich den Trick anwenden, um hier nur ein Emerald oder ein Item umwandeln zu müssen, um das Optimum an Angeboten rauszubekommen. Um den letzten Händler zu bekommen, müssen wir gar nicht mal etwas tun. Wir müssen einfach nur warten und schon taucht der Wandering Trader auf. Bei ihm bekommen wir nur 6 verschiedene Trades aus einer riesigen Liste an verschiedenen Trades, die wir bekommen können. Darunter Farbstoffe und verschiedene Pflanzenarten. Die besten Trades, würde ich mal sagen, sind allerdings die für die Setzlinge, würde ich mal sagen. Wenn wir zum Beispiel im Spruce-Biom sind, also irgendwo Tiger-mäßig unterwegs sind und noch keinen Dschungelsetzling haben, aber damit bauen wollen, dann können wir natürlich auch Dschungelsetzlinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von ihm kaufen. 2 meiner favorisierten Trades des Wandering Traders sind unter anderem der Emerald gegen Slime Trade. Wenn man jetzt keine Slime Farm hat, kann man da schnell und einfach ein paar Slime Bälle bekommen. Der zweite wäre Emeralds gegen Eis. Wir können zwar in irgendein Eisbiom reinrennen und dann da ein bisschen Eis abfarmen, aber so bekommen wir auch ein bisschen Eis zusammen. Ansonsten seht ihr hier einmal eingeblendet, welche Trades es ansonsten noch gibt. Das ist eine ziemlich große Anzahl und wie gesagt, daraus werden eben nur immer 6 Trades ausgewählt. Bei den ganzen Massen an Villagern würde ich einmal meine favorisierten Villager-Berufe raussuchen, bei denen man auf jeden Fall ziemlich gute Angebote bekommt. Nummer 1 ist auf jeden Fall der Armorer, denn hier haben wir die Möglichkeit, ein komplettes Diamant-Rüstungsset zu kaufen und damit müssen wir nicht mal unbedingt lange graben, um schnell Diamanten finden zu können, um daraus eine Rüstung zu machen. Dazu haben wir hier auch die Möglichkeit, wenn wir unseren kleinen Trick anwenden und den Typen hier günstig bekommen, komplett unser Eisen aus einer Eisenfarm umzuwandeln in Emeralds, wenn wir es brauchen. Meine Nummer 2 ist auf jeden Fall der Farmer, denn hier bekommen wir die Möglichkeit, aus einer einfachen Weizenfarm Emeralds zu gewinnen und dazu haben wir die Möglichkeit, falls wir keine Goldfarm haben, unendlich goldene Karotten zu bekommen. Der nächste Villager auf der Liste ist auf jeden Fall der Librarian, denn hier bekommen wir alle möglichen verschiedenen Enchanted Books, nur bis auf ein paar Ausnahmen. Und ansonsten können wir hier auch unter anderem Name Tags bekommen, was auf jeden Fall sehr gut ist. Und meine letzte Empfehlung sind 2 Villager und zwar einmal der Toolsmith und der Waffenschmied. Mit den beiden bekommen wir Diamantwerkzeug und Diamantwaffen, wer hätte es gedacht. Und wenn wir auch hier wieder unseren kleinen Trick anwenden, die ganzen Angebote billiger machen, bekommen wir auf jeden Fall sehr wichtige Werkzeuge, die jeder von uns braucht, um am Ende dann auch irgendwann auf Netherite zu kommen. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auf jeden Fall ein bisschen helfen. Hier links blende ich euch jetzt noch ein Video zum Thema ein, wie man ein Dorf findet. Gerne draufklicken und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.